zerstören wir doch. Ja, ihr könnt von mir aus auch den Hafen zerstören. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Zweiter Marktplatz, da müssen wir jetzt wirklich mit dem Gold schauen. Das ist nicht gut. Aber zum Glück ist die Seeschlacht gerade recht erfolgreich. Wow. Ich glaube, da hat jemand ähnliche Probleme wie ich. Hat er auch keinen Holz mehr. Holz ist das Problem. Das ist natürlich grundsätzlich nicht. Yes! Weg mit seiner Burg. Angenehm. Schafft er den Hafen noch abzuknallen? Gut, der Rest ist egal. Es war erfolgreich. Was auch schön ist, ist die Bodenarmee, die er hat. Seine, die ist in Reichweite meiner Geschütze. Ja. Schau dir das mal an. Stark. Das ist hier ziemliches Chaos. Ja. Was mich ein bisschen stört, ist, er hat Bock im Hintergrund, aber die sind auch in Feuerreichweite. Gut. Was? Ich hatte noch Schiffe. Verdammt. Okay, aber sein Eckpfeiler-Ding ist weg. Gut. Finde ich sehr angenehm. Gut, gut. Mach mal 5. Die scheinen irgendwie gut zu wirken. Haben wir Arbeitslose? Natürlich haben wir Arbeitslose. Ah! Oh! Oh ja! Mach das. Wieso? Ah gut, du spammst glaub schon mehr als ich. Das kann ich spamme wie blöd, also wirklich. Ja. Ja, bei mir ist halt Holz das Kritische. Das ist zu wenig Holz? Ah, okay. Ja. Okay. Wie viele Holz hast du denn? Eigentlich noch. 30? 66. Okay. Warte einmal. 17? Wo sind meine Holzfäller? Sag mal. Ja. Kollegos? Das ich nicht gut finden. Kollegos? Ja. Gut, Problem gefunden. Das machen wir bitte anders. Arbeitslose Holzfäller oder was? Was ist das Problem? Ja, die standen. Also nein, die standen sich einfach alle im Weg und standen ein bisschen doof rum. Ah. Ah, toll. Handelseinheiten, wie sieht das aus? Ah nein, da habe ich genug. Okay, jetzt. 17, was ist denn los? Sind da irgendwie Leute verreckt? Nö. Gelb scheint nicht mehr so viele Schiffe zu haben. Ich habe immer noch Hoffnung, dass ich einen Abnutzungskrieg hier gewinne. Ja. Aber jetzt kommt er für Blau mit immer mehr. Gut. Ich hab's gehört. Aber das ist echt nicht schlecht hier. Also ich denke, du könntest da ziemlich Schaden anrichten, weil auch seine Bodenarmee steht hier die ganze Zeit rum. Und macht einfach. Steht nur an der Küste. Stark, also wir schwimmen schon mal los, um Blau wieder einmal zu pöbeln. Shit. Also ich hoffe, dass er nicht mehr so viel hat. Ich habe keine Ahnung. Ja. Stark, stark. Wow. Okay. Meine Schiffe sind toll. Taugen sie nicht viel? Nee, du schickst alle los. Eins ist schon vorne. Eine Gruppe schwimmt irgendwie links durch, eine rechts durch. Sind whatever. So, okay. Okay. Leute, wenn es euch Spaß macht, ist gut. Ah, Priester, du Sau. Kommt er an die ran? Ne, wahrscheinlich nicht.
Also. Mehr Schiffe, jetzt haben wir wieder Holz. Mehr Schiffe. Gut, Holz weg. Ah ja, gibt's noch Updates? Ich habe noch eins gefunden, zu meiner Schande. Für die Bogenschützen habe ich was, ja. Hattest du noch was Interessantes? Ja. Nicht vergessen, das war nicht gut. Das hätte viel früher kommen sollen von mir. Was genau? Ich habe eines der Angriffs-Upgrades für Bogenschützen nicht. Das aber eben auch die Galeeren. Beeinflusst. Das ist natürlich nicht gut bei solchen Abnutzungsschlachten, sollten wir das schon haben. Ja, das stimmt. Bei dir stehen recht viele Bauern blöd in der Gegend. Okay, schon wieder. Ja, es steht alles blöd in der Gegend bei mir. Das ist klar. Ich sage ja, Überblick habe ich null. Also, es passiert noch irgendwas überall. Stark. Das sieht doch gut aus. Darum frage ich auch, es ist okay, wenn ich zu dir rüberkomme, ne? Weil bei mir ist wirklich nicht mehr so viel da. Das ist easy. Bisschen was noch. Feuerreichweite. Oh wow! Oh nein, er schickt effektiv Katapulte in Nahkampf gegen meine Feuertriräme. Okay. Shit. Und wir haben gegen diese KI schon mal verloren. Zu zweit gegen eine. Ja, wir sollten uns schämen. da hat Blau noch so tonnenweise Shit. Okay, alles klar. Gerne, ich sehe noch Wälder bei ihm. Ach, sehr gut, sehr gut. Was? Stehst direkt vor seinem Tor, vor seiner Haustür. Ja, natürlich. Hallo. Gut. Ah, ich sehe es nicht, sorry. Ich bin immer ein bisschen fokussiert hier. Entschuldigung. Ich weiß, ich bin schlecht, aber nach 2 Stunden kann ich auch angreifen. Ja, ich weiß nicht, was er hat. Das ist es. Weil ich sehe. Blau tröpfelt bei mir nur immer wieder so rein. Ja. Darum weiß ich nicht, ob er nicht noch eine große Flotte im Hintergrund hat. Hat er vermutlich auch, aber. Also es kommt immer wieder mal plötzlich irgendwas raus. Was ich nicht verstehe, warum Gelb die ganze Zeit Paladine an die Küste schickt. Was will er denn? Zugreifen. Seit ich da den mit Landungstruppen gelandet bin, macht er das die ganze Zeit. Okay. Aber ich lande jetzt gar nicht mehr. Ich glaube für die See benutze ich jetzt effektiv Feuertriräme. Jetzt höre ich auf zu mischen, das lohnt sich nicht. Weil auf See mischen sie die Galeonen weg. Ja. Und sie sind günstiger, was Holz anbelangt. Okay, ja, probier's. Spam mal die. Also ich nehme jetzt Galeonen wegen der hohen Reichweite. Kriegsgaleonen nehme ich wegen. Also, ich habe einfach noch ein paar so Kriegsgaleonen mit Kanonen drauf. Ja, das wäre vielleicht keine schlechte. Habe ich jetzt nicht, wäre vielleicht eine schlechte Idee. Um sonst alles wegzuräumen. Ja. Ja, okay, klar, wenn du die Truppen noch wegschießen willst, ja, aber. Jetzt bis Blau keine Häfen mehr hat. Also beziehungsweise solange Blau noch mit irgendwelchen Schiffen kommt. Ja. Also er ist echt doof. Er ist doof. Ich meine, zugegeben, Onalgar gegen eine große Flotte, die so ein bisschen auf einem Haufen hängt, ist keine schlechte Idee, aber wenn die Feuertriräme an dich rankommen, hast du was falsch gemacht. Das Teil hat Reichweite. Ja.
Schicken wir euch rein. Schicken wir euch auch rein. Und wir schicken, ganz wichtig, euch mal rein. Genau, ihr könnt mal da ein bisschen Zeugs kaputt machen. Los. Landest du auch? Nein, du landest noch nicht, ne? Ich nicht mehr. Ich bin einmal gelandet. Momentan, ich habe nicht mehr so viel Gold. Ja, ich habe so das Bedürfnis, zuerst mal die See sicher zu halten. Okay, lass noch eine Reliquie, du solltest die holen. Habe ich noch nicht alle Ah, nein. Nice. Danke. Das, ja, das ist noch selbst. Oh ja. Ja genau, die brennen das jetzt einfach durch, das ist geil. Gut. Wow. Seeschlachten machen ja Spaß. Ja, ja, Seeschlachten sind lustig. Da werden wir mal nicht überrollt. Einfach so. Ja, eben. Könnte er, ja, dann werden wir tot, aber... Dann werden wir verloren, ja. Keine Chance. Und würde er sowas finden, wie... Also würde er auf die Idee kommen, nach Sachen zu suchen, so hinter der Insel. Hätten wir auch ja, darüber das Problem. Kein Problem, ja. Also das, was ich jetzt gerade mache. Ja, seine Häuser zerstören, finde ich super. Mach das. Jungs, das ist ein einwandfreier Einfall. Ja, das ist ein guter Einfall. Warte dann, ich helfe noch nach. Gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wie es ihm geht, ehrlich gesagt. Oder ist er nicht klug genug? Also, sie haben jetzt deutlich weniger Punkte als du. Viel weniger. Hab ich gar nicht. Wow. Okay. Gut, wir kämpfen ja auch schon die ganze Zeit. Also das ist wirklich. Ja. Jetzt nonstop. Und langsam, ja, gut, sehe ich, dass seine. Die auch, ja, also. Langsam sehe ich, dass der Zahl abnimmt, einer der Schiffe. Warte mal, ich hau eine Reliquie raus, damit wir nicht so einen billigen Sieg kriegen. Ja, ist gut. Wieso sind alle Reliquien bei uns? Alle Reliquien sind bei uns? Ah. Nein, echt jetzt? Ja. Aber irgendwie ist das... Die sollten ja dankbar sein dafür. Darum sind wir noch hier, okay. Aber... Irgendwie... Ja, nein, darum sind wir nicht hier. Ja. Ja, nee, jetzt versuchen wir das mal so zu gewinnen. Ja. Wir können gegen Schluss, kann ich mal ein Weltwunder mal zeigen oder so. Zumindest, ja, kannst du machen. Wie es so ungefähr aussieht. Bei Japan. Wir versuchen das jetzt mal militärisch zu gewinnen. Weil ich hab, glaub... Bei ein paar Völkern habe ich das jetzt auch schon nicht gezeigt. Aber ja, es war schon cool, wenn wir das so ein bisschen ordentlich hinkriegen würden. Richtig. Jetzt auch dafür, dass wir das wirklich versuchen hier. Es wird nicht... Oh, er hat noch recht viel Holz bei sich. Uiuiui. Aber das Gute ist, er hat immer wieder Transportschiffe. Ich weiß natürlich nicht, was auf ihm drauf ist, aber die kommen... Ja. Ja. Ah, da ist ein Hafen. Oh, ja, weg. Da ist ein Hafen. Weg damit. Wo sind Kanoniere? Kanonenboot. Hafen. Ja klar, die ganze Küstengegend ist schon weg, wenn man so kommt. Ja. Da ist auch ein Hafen. Sorgt dafür, dass er weggeht.
Jetzt haben wir die Frage, können wir landen? Oh. Was? Legendärer Moment. Also jetzt dann gleich. Habe ich 500 was? Bevölkerung. Ah, wow. Also ich kann 500 okay. haben, ich habe noch 200 davon. Ach so. Oh. Okay, gut. Aber ich habe immerhin genügend Häuser gebaut. Muss mich um das nie wieder kümmern. Gut. Ist auch angenehm. Ey, Kollege. Statistik am Ende bin ich ja gespannt. Das wird bestimmt lustig. Das wird lustig. Jungs, ja. Aber Jungs, wenn ihr angegriffen werdet, ist es grundsätzlich vom Vorteil, wenn er euch wehrt. Ja, soll so sein, ja. Habe ich auch mal gehört. Also es ist jetzt keine Pflicht. Ja, schon. Genau, es wäre schon gut. Was macht ihr? Was macht ihr? Nee. Er hilft damit. Kanonen. Okay, er baut die Häfen wieder. Okay, ja. Ja. Wir müssen dann fast. Ja, ja. Er baut sich schon wieder auf. Das ist nicht die Kampagne KI. Obwohl, ich glaube, die baut sich auch auf, oder? Kampagne? Ja. Je nach Szenario. Okay. Also eine KI, die in dem entsprechenden Spiel auf Schiffe ansetzen muss, baut es wieder auf. Okay. Ja. Zum Beispiel. Oder was ich jetzt gemerkt habe, wir spielen gerade gegen, also die Mongolen-Kampagne. Ja. Einmarsch in China. Und ja. Der eine Chinese, Jin. Der spammt einfach Chukonus und schwere Kavallerie. Wenn er kein Gold mehr hat, spammt er gar nichts. Also er spammt keine blöden Einheiten, also keine billigen Einheiten. Keine billigen Einheiten, es ist einfach gescriptet, dass er Chevalier und Chukonus hat. Okay. Und das ist so... Gut, für mich jetzt nicht schlecht. Es geht, ich finde es manchmal gar nicht so schlecht, wenn die ein bisschen gescriptet ist. Weil weißt du, das kann zum Teil das Spiel strategischer machen. Ja. Nein, für mich ist es nicht schlecht, weil ich mich in eine blöde Situation reinmanövriert habe, wo ich kein Gold habe und mit leichten Kavalleristen mich durchprügeln muss gegen Chevalier, das ist schon doof. Okay. Ja. Und dementsprechend, wenn er jetzt keine mehr hat, ist es. Geht's endlich mal vorwärts. Du hast ja auch noch Gold auf deiner Insel. Ja, das weiß ich. Möchtest du das nicht? Hol dir das. Wieder Leute hinschicken, ja. Hol dir das. Oder du hast doch Goldprobleme. Willst du es haben? Nö, langsam nicht mehr. Weil ich bin jetzt schon langsam am Bevölkerungslimit. Er schafft es nicht mehr, meine Flotte stark genug zu dezimieren. Mhm. Stark. Darum staut sich das hier langsam an. Ist. Ja, stimmt. Ich kann ja eigentlich dann den ganzen Nachschub holen. Der Seekrieg ist glaube ich, ziemlich gewonnen. Das sind viele. Verdammt sind das viele. Und ich glaube, bei ihm kann man hinten landen. Das ja, versuche ich nachher. Und seine Handelsroute geht am Wasser entlang. Gut. Toll. Gut. Das versuche ich jetzt aber ernsthaft mal. Oh ja, schön, sehr gut. So werden wir auch nie mehr Holz haben. Ah, wir werden auch bald kein Holz mehr haben. Das ist sehr schön. Wir fahren die ganze Zeit beladene Transportschiffe durch. Interessant. Autsch. Ich würde interessieren, was da drin ist. Vielleicht ist hier gar nicht großartig was drin. Ah ja, mach das mal. Aber ganz wichtig. Transportschiff hätte ich jetzt tatsächlich gerne. Oh wow, warum... Ah, in der Mitte hast du noch ein bisschen Holz, das ist angenehm.